Das Lied habe ich am Acker geschrieben, da hat mir ein Rostbremer verfolgt und dann habe ich das Lied angefangen zum Schreiben als Ablenkung. Ich war im Sommer sehr viel am Acker, früher Sommer, weil daheim habe ich eigentlich nicht mehr Ruhe. Und wir haben ja Biolandwirtschaft und dann sage ich zu meinem Mann immer, ich gehe jetzt an Acker und tue Unkraut rausreißen und dann schreibe ich meine Lieder. Genau, da lege ich mich ganz flach hin, da sieht man mich von außen nicht. Und dann habe ich sie ruhig und schreibe meine Lieder. Ansonsten ist immer schön ruhig am Acker. Manchmal trifft man jemand zum Ratschen. Ja, einmal habe ich einen getroffen. Einmal war ein Tourist da. Sogar bei uns sind jetzt Touristen. Wenn es woanders voll ist, dann kommen die sogar zu uns. Also ich wohne in Altomünster. Wir sind S-Bahn-Endstation. Also wenn du total besoffen am Flughafen einschlafst, dann bist du bei uns wieder nüchtern. So. So weit draußen ist das. Ja. Und da war einer, das habe ich schon von Weitem kennt, dass er Tourist war. Ja. Vor 1,5 Kilometer habe ich schon gewusst, ein Fremder. Ja. Nein, weil der hat eine rote Jacke gehabt. Bei uns hat keiner eine rote Jacke. Wenn du dir bei uns eine rote Jacke kaufst, bist du die nächsten 20 Jahre der mit der roten Jacke. Ja. Und der hat auch so eine Hosen gehabt. So eine Hosen hat bei uns auch keiner. So eigentlich eh schon zu kurze Hosen und die noch umgeschlagen. Ja. Hosen gibt es bei uns nicht. Na, da bleibt der oben in dem Umgeschlungen, bleibt da immer der Dreck drin hängen. Ja. Die, wenn du im Haus ausziehst, da fällt da über der Dreck raus aus so einer Hosen. Ja, also wenn jemand bei uns so eine Hosen hätte, müsste er da die vorm Haus ausziehen. Ja. Und da hab ich gleich gekannt, der ist nicht von da. Und dann hat er mich angesprochen, er wollte Kontakt zu Einheimischen knüpfen, glaube ich. Und ja, hat er gesagt, Entschuldigung, wem gehören die Tomatenfelder hier? Kann man hier direkt Ware vom Bauern erwerben? Der hat den Nachbar seinen Kartoffelacker gemeint. Hey, früher war so einer an seinem Irrtum gestorben. Ja, weil früher war ich noch lustiger, da hätte ich gesagt, ja, kannst du essen, die Tomaten. Das ist eine grüne Sorte. Und dann denken wir, Wahnsinn, der ist ja auch mal in die Schule gegangen. Ja. Wer hat denn mit dem Hausaufgabe gemacht? Aber ich habe ihm dann erklärt, dass das Kartoffeln sind, aber dass die im Boden sind und dass man es deswegen nicht gleich erkennt. Ja. Und dann hat er gesagt, was wächst an Ihrem Feld hier? Und dann habe ich gesagt, das ist Bio-Dinkel. Und dann hat er gesagt, ah, Vollkorngetreide. Dann habe ich gesagt, ja, wir bauen nur Vollkorngetreide an. Ja, es war ein Fachmann. Dann hat er gefragt, ob es hier auch Kühe gibt und ob man die streicheln kann. Also die Frage hat mich dann schon immer gewundert. Ja. Dann habe ich gesagt, in der Nachbarortschaft hat einer Kühe, aber die kann man nicht streicheln. Nein, es sind so Stachelkühe. Ich habe zu ihm gesagt, die mit Haar, die hat bei uns keiner, weil die geben nur die Haarmilch und die mengen wir nicht. Ja. Da glaube ich, hat er sich gefreut, dass er noch was gelernt hat an dem Tag. Na, Wahnsinn. Hey, Leute gibt's. Ich frage mich mal, wer das ist, die wo im Discounter das eingeschworste, gewürzte Billigfleisch kaufen. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, dass es so Leute gibt, die das kaufen, die keine Ahnung haben und sich alles reinhauen. Ja. Und ich habe einen Bekannten, der hat eine Tomatenpflanzen, die hat der 3 Jahre gegossen, weil er glaubt hat, die kommt wieder. Dann habe ich gesagt, dass viele Tomatensorten so 5-jährige Ruhephasen haben. Und dann wieder blieren. Also falls jemand am Balkon einen Lara Kiwi gießen sieht, dann wisst ihr, der war's. Ich hab's gar nicht fassen können, was ich da in kurzer Zeit erlebt habe. Und hab dann daheim einer Freundin eine E-Mail geschrieben und hab ihr von der Begegnung berichtet. Und als Betreff habe ich nur so geschrieben. Genau, weil wenn ich was schreibe, was nicht wichtig ist, dann schreibe ich immer als Betreff nur so, damit derjenige weiß, dass das nicht wichtig ist. Und das nächste Lied heißt auch nur so.